Hallo liebe Kirmesfans und herzlich willkommen zu einer speziellen Sonderausgabe von Kirmes Fabian, heute hier aus der Essener City. Wo normalerweise jetzt um die Uhrzeit hier Ruhe eintritt, befindet sich heute am 31.10. hier wirklich Halloween-Spektakel und über 600 skurrile Gestalten treiben hier ihr Unwesen. Neben mir befindet sich Farina, die auch hier auf den Zombie-Walk ihr Unwesen treibt. Farina, wo kommst du denn her? Aus Bochum. Und was treibt dich denn hier zu den Zombie-Walken essen? Ich bin Halloween-Fan und deswegen ein bisschen verkleiden macht Spaß. Machst du das öfters? Zu Halloween. Wie lange brauchst du dann, um dich zu schminken und das mit der Kostüm? 20 Minuten. Also so lange dauert das nicht. Ja, und wie lange würdest du das hier heute machen? Bis zum Ende. Dann wünsche ich dir viel Spaß halt noch hier, Farina. Ja, und hier neben mir befinden sich die nächsten zwei, nämlich Matthias und Lennart. Was macht ihr beiden hier auf dem Zombie-Walk? Ja, was soll man da groß sagen, ne? Also, guck mich an, vor 23 Jahren, ne, ist das passiert. Und ja, jetzt einmal im Jahr hier treffen der anonym. Geil, einem und bin Bahn, was passiert? Ja, aber sieht so was. Dann machst du nichts. Jedes Jahr den gleichen Scheiß. Warum macht ihr das denn? Macht es euch Spaß oder macht es auch beruflich vielleicht? Nein, beruflich nicht, aber leider es macht nicht. Einfach tierisch Spaß, sich vorzubereiten. Du warst schon zwei Tage vorher kribbeln im Bauch, freust dich richtig auf das Event. Machst dich dann drei Stunden vorher fertig, fährst hier nach Essen und dann siehst du jetzt mittlerweile, es ist ja immer größer geworden, siehst einfach so viele Leute, die daran Spaß haben. Also heute sind mittlerweile 3000 Leute erwartet. Das macht einfach also Spaß, wir sind das erste Mal dabei gewesen vor zwei Jahren und da waren ungefähr 600 ungefähr. Also das ist unglaublich und es macht immer mehr Spaß. Es wurde fast abgebrochen einmal, weil mit Gedächtnis immer halt hier wegen Duisburg. Aber jetzt endlich hat sich der Veranstalter eben halt durchgesetzt und super. Es macht einfach riesig Spaß. Eben. Es macht Spaß, Passanten genau. Zu erschrecken. Da wünsche ich heute auch noch viel Spaß. Ja, euch auch. Ne? Ciao. Hallo, wie alt seid ihr? Ich bin 9, ich bin 10. Was macht ihr denn hier auf der Zombie-Walk? Ja, wir wollen später mitlaufen. Ja. Wieso macht ihr das denn? Macht es euch Spaß? Feiert ihr immer Halloween? Ja, fast immer. Wo kommt ihr denn her? Ich aus Essen. Ja, ich auch. Ich auch. Dann wünsche ich euch viel Spaß hier heute auch auf der Zombie-Walk. Danke. Okay. Danke. Neben mir befindet sich ein Rot-Weiß-Fan, aber Blut und Rot-Weiß, was ist denn passiert? Ist es wegen den 1:1 gegen Köln? Ob lebendig oder tot, wir lieben Rot-Weiß-Rot. Nun befindet sich Micha neben mir. Micha, wie hast du das denn gemacht mit diesen ganzen Nägeln? Das ist Latex. Ich habe eine Form gemacht, Latex reingekostet und dann die Nägel reingesteckt. Und das Ganze mit Latex, mit Hautkleber auf Haut festgeklebt. Wie lange dauert denn sowas? Und hast du das alles selber gemacht? Also die Nägel habe ich selber gemacht, das hat irgendwie zwei Tage gedauert. Und das Kleben und Schminken eine Stunde.
Bist du öfters auf den Zombie Walk oder auf Halloween Partys? Ja, ich war dieses Jahr irgendwie auf 5, 6 Zombie Walks. Machst du auch sowas beruflich vielleicht? Nein, reines Hobby. Dann wünsche ich dir heute noch viel Spaß, Herr Micha. Alles klar, ciao. Neben mir befindet sich die Luisa. Luisa, wie alt bist du? Ich bin 19. Bist du zum ersten Mal hier auf der Zombie Walk? Nee, zweite Mal jetzt. Machst du sowas beruflich auch oder hauptsächlich nur aus Spaß? Nee, hauptsächlich so aus Spaß. Ich meine, einmal so im Jahr was Besonderes machen ist ja cool eigentlich. Wie lange brauchst du dich denn so zum Schminken und wie lange bereitest du dich darauf vor? Also wir haben uns jetzt getroffen gerade und haben uns 2 Stunden lang ungefähr geschminkt. Also nicht durchgängig, sondern noch ein bisschen Quatsch gemacht und so weiter. Und ansonsten nicht besonders lange, so halt eine Woche vorher ein paar Sachen gekauft oder so. Ja. Dann wünsche ich dir heute noch viel Spaß auf der Zombie Walk, Luisa. Ja, danke schön. Nun, wo sich hier der Willy-Brandt-Platz leert und die skurrilen Gestalten in die Innenstadt ziehen, verabschiede ich mich von der Sonderausgabe hier aus der Essener City. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Bummel überm Rummel.